alles. Neue Methode, gleich durchgestiegen, gell? Voll gut, oder? Voll gut. Habe ich mir vorhin im Kopf überlegt, gell? Im Kopf. Jetzt ging's gleich. Dass du praktisch daran bastelst, dass dir nichts einfällt. Dir ist doch bis jetzt immer was Neues eingefallen, oder? Du meinst, um irgendwas zu optimieren? Ja. Ja, ja, klar. Aber die Sequenz jetzt umzustellen, war's. Wo geht's nochmal hin? Ah, ja. Die Anne hat mich umgebracht. Ja, wenn er hält, dann ist es voll geil. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass du denkst, dass du hochkommst. Heute? Ja. Warum nicht? Das ist so schwer. Nee, es kann schon sein, dass ich ziemlich weit komme, aber... Also das hast du schon so im Pipi? Na, ich weiß zurzeit gar nichts, keine Ahnung. Das ist jeden Tag auch anders hier, weißt du? Ich kann manchmal bis dann so platt vom Körper und dann kann es schon sein, dass irgendwas nicht so läuft. Ja, trotzdem, weißt du, was viel besser ist als das letzte Mal? Dass ich halt genauso weit komme, obwohl ich den Griff jetzt voll beschissen hatte. Also das zeigt, dass ich jetzt mehr Spielraum habe. Na, aber ich glaube, was jetzt schon geil ist, dass jetzt die Passagen halt laufen. Das ist echt was anderes als wie noch vor 2 Wochen. Krasses Teil, wie sich schnell das jetzt verändert hat. Um die Erfindung des Schachspiels rankt sich die Weizenkornlegende. Der Erfinder forderte von seinem Herrscher, ihm als Lohn die 64 Felder des Spielbretts mit Weizenkörnern zu füllen. Und zwar auf das erste Feld ein Korn zu legen, auf das zweite 2 Körner, auf das dritte 4 Körner und bei jedem weiteren Feld doppelt so viele wie auf das vorherige Feld. Der Herrscher wunderte sich über die Bescheidenheit der Bitte. Insgesamt wären dies jedoch mehr als 18 Trillionen Weizenkörner gewesen und sämtliche Welternten seit Beginn des Getreideanbaus hätten hierzu nicht ausgereicht. Die Legende drückt die Schwierigkeit aus, das Wachstum von Exponentialfunktionen richtig einzuschätzen. Die Geschichte ist außerdem ein Gleichnis für die Vielfalt des Schachspiels. Schach ist eines der komplexesten Brettspiele. Die Zahl der möglichen Stellungen ist unvorstellbar groß. Bereits nach 2 Zügen können über 72.000 verschiedene Stellungen entstehen. Die Zahl der möglichen Spielverläufe ist noch einmal um ein Vielfaches größer. Schon für die ersten 40 Züge belaufen sich die Schätzungen auf etwa 10 hoch 115 bis 10 hoch 120 verschiedene Spielverläufe. Warum erzähle ich das? Weil Ausbouldern von den unvorstellbaren Möglichkeiten her Ähnlichkeit mit dem Schachspiel hat. Nur, dass beim Klettern noch die Zeitebene dazukommt. Selbst mit einer genauen Tritt- und Griffsequenz fehlt einem nämlich noch die Information, wann man den entsprechenden Zug macht. Dies ist aber gerade bei von Gegenzügen geprägten Problemen wie Assassin, Monkey and Man die entscheidende Information. Auf geht's, komm jetzt, gib Vollgas, da komm. Ah, jawohl! Sau gut, komm jetzt, ist der Flow da. Komm jetzt! Komm jetzt, fischen hier, komm! Ja! Und knall den voll zu da, komm! Ja! Komm jetzt! Auf geht's jetzt, komm, 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 komm! Ja, sau gut, komm! Komm, auf jetzt! Schwierigen Tagen zu sagen, aber ich habe gesagt, seit Anfang Januar hier. Also, dass ich halt jetzt wirklich dann versuche, also ich meine, ich habe dann am Anfang natürlich wieder von hier gemacht, um Kraft zu bekommen, aber ich lasse überlegen, 3 Wochen im Januar und da habe ich aber unten dann schon immer probiert. Und dann im Februar im Prinzip dann unten die Züge ein bisschen eingeschleift. Und jetzt eigentlich, sagen wir mal, seit 2 Wochen versuche ich irgendwie Züge ineinander zu reihen. Wir haben Mitte März. Genau, und Mitte März ist jetzt eigentlich der erste Status so, dass ich sagen kann, ich kann so in 3 Etappen klettern. Komm. Auf geht's schon, komm. Komm jetzt, hol ihn dir da oben, komm. Komm! Komm! Ja! Yeah.
Vollgas, komm! Komm! Jetzt lass dich richtig reinfallen in den Griff, komm! Ja! Komm! Okay. Wenn es gut läuft, komm ich bis dahin momentan. Das schneller geht ja nicht zu klettern, oder? Ach so, na, das ist super. Ja, aber man fällt auch nicht ab, weil du platt bist, sondern einfach, weil es den Griff vielleicht nicht richtig erwischt oder sowas. Dieses Spektrum. Also meinst du von der Präzision her noch nicht? Ja. Ach, geht's jetzt. Komm! Voller Wille. Toni, komm. Jawohl. Komm. Saugut, auf geht's jetzt. Komm. Komm, Toni, jetzt gibt alles. Komm. Komm. Ja, jetzt prügel ihn voll zu dir. Komm. Geil. Auf jetzt, komm! Auf geht's, Toni, komm! Komm, Mann, jetzt! Komm, auf! Ja! Komm! Ja! Komm jetzt! Auf! Ja, Mann! Ja! Ah, der tut immer so wie hier unten. Weißt du, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich mache immer so, dass wenn man so steht und hier einen Hook legt, ja, kann man statisch dahin langen. Ja. Und ich glaube, deshalb habe ich auch so lange das probiert, weil ich so drauf fixiert war. Das Problem ist, wenn du den Hook kriegst, nie rein. Das ist halt, weißt, wenn dich wer reinhebt und du hast ihn und sag locker, von mal lang startest hin, denkst du, ha, das ist die Lösung. Das heißt, ich glaube, ich habe mich halt 3 Wochen auf immer mit diesem Hook, also weißt du, ich habe dann hier reingehookt, hier. 3 Wochen? 3 Wochen. Also selbst mit deiner ganzen Erfahrung passiert ja das so, dass du 3 Wochen... Ja, und dann war es irgendwann mal so, dass ich da reingestiegen bin, da sieht man auch noch das Schwarze. Komm jetzt. Ja! Fein. Die Sache ist halt... Was meinst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich so unten anstehen bleiben. Weil ich glaube, du brauchst, um den Tritt, um den rechten oberen zu treten, brauchst du halt schon ein bisschen Zeit und so. Also links kannst du gleich einfach so witsch und dann hinhaken. Da musst du halt schon so, wo ist er und dann hin. Ich probier's mal, wenn ich von unten komme. Moment, auf! Ja, saugut, komm. Komm und hol ihn dir. Da! Moment! Auf, komm! Da! Geil, Toni, jetzt komm! Komm! Ja geil, komm! Easy, komm! Sau! Auf jetzt, komm! Komm jetzt! Komm jetzt, Toni, komm! Komm! Alle jetzt, komm! Auf geht's, komm! Komm jetzt! Auf geht's! Komm, Toni! Komm! Ja! Hat's viel rumgemacht. Ja. Aber das siehst du mal noch, was man dann da Power hat, gell? Ja. Weißt du nicht, wie du da tust, oder? Ah, nee, weißt du, was das Problem war? Ich bleib eigentlich hier stehen. Lang eins weiter. Ja. Dann steige ich erst um. Und ich dachte, ich steige gleich um, weil ich den eigentlich weglasse. Aber ich brauche den schon. Ja. Weil jetzt hatte ich den ganz schlecht. Du bist ja, du warst jetzt ein bisschen so Pacheco von den Dritten hier, gell? Ja. Zu stromig. Ja. Ja. Komm. Komm. Und Ali, komm. Komm. Besser. Besser zum Hinziehen, ja. Ich muss kurz warten, weißt du, der ist voll taub, den habe ich mir echt taub geschlagen. Ja. Jetzt weißt du auch, wenn meine Fingernägel so komisch ausschauen, weil ich hier dieses Gisch, Gisch, Gisch. Mhm. Auf jetzt, komm. Komm! Ja, fein! Komm! Komm! Jawoll! Ja. Komm! Jetzt habe ich es aber. Und jetzt macht es einfach sicherer, obwohl ich eigentlich 2 Züge mehr mache, weil ich die halt einfach einschleife. Ich lasse mich dann hier raus, schnapp dann hier in diesem Würfel und dann kommt eigentlich so meine neue Lieblingspassage. Weil am Anfang habe ich so mit Umtreten gemacht, Torhook. Und dann kam ich aber drauf, dass ich eigentlich unten stehen bleiben kann. Machen einen ziemlich geilen Torhook hier unten rein. Ja, was, ne? Da? Ja. Ja, ganz so weit hinten bringe ich ihn gar nicht rein. So wäre er richtig geil. Und auf jeden Fall ermöglicht mir das, an den zu kommen. Und dann kommt eigentlich so mein Lieblingszug. Den habe ich aber erst am Sonntag entdeckt, also vor 3 Tagen. So reinstellen. Dann hier dieses Eck treten und einfach anstatt zu kompliziert zu hooken, wie ich es davor immer probiert habe, einfach dahin und dann so ein
papp in der Luft zu machen. Wobei ich habe jetzt gesehen im Video, dass es mittlerweile nur noch so ein Huck-Back ist. Komm. Genau. Auf geht's, komm. Ah, fuck. Auf, komm. Geil schon. Komm. Das hatte ich nicht. Scheiße. Ja, ich habe jetzt hier nicht mehr die Warze hier gefühlt. Ja, der Witz ist, ich schnapp halt so drauf und dann schmirgel er hier rum, ja. Und dann sortiere ich mir aber hier so her, so. Und dann kommt der noch drauf. Und ich glaube, wenn du jetzt halt ein bisschen so taube Finger hast, dann bist du halt hier am Rumwetzen, bis du dann gefunden hast. Dann da weiter lang, ja, lasse ich mich halt in die Schale hier fallen, so. Und das Geile war, zuerst habe ich nicht mehr so genommen. Und so bringt er natürlich nichts. Ist zwar als Griff besser als Leiste hinten, aber ich kam dann auf die Idee, dass ich meinen Zeigefinger hier reinhaue. So. Das muss er alles verdeckt machen, ne? Muss ich verdeckt machen, aber der Trick ist einfach so, wenn du jetzt schaust, so kann ich nach unten ziehen. So kaum. So hat er dann einfach Zug nach unten. Das ermöglicht mir dieses, weißt du, wenn ich hier den Hook raus tue, so dicht zu bleiben. Und dann mache ich eins, dass ich hier danach den Daumen mit drauf tue für den nächsten Zug. Für den jetzt, ja. Weil dann kann ich mir quasi richtig nach aufziehen für diesen Luftwalker, Skywalker. Ja, Airwalker. Airwalker. Ja. Was der Trick war, dass ich am Dienstag alleine da war. Und wo ich alleine da war, hatte ich halt nicht einmal annähernd die Chance, überhaupt diesen Zug noch annähernd hinzubringen. Ja. Und dann war es auch klar, dass ich mir gedacht habe, also selbst wenn ich jetzt drei Züge weniger mache, ist das einfach eine Lösung, die ich vergessen kann, wenn ich von unten komme. Beim Bukasa Switch war es halt einfach so, dass ich mit zwei Zügen über die Schlüsselstelle komme, aber einfach der eigentliche zweite Zug dann von dem Boulder wäre jetzt bei mir der achte Zug. Und als achten Zug bringt mir das halt nicht hin, weil die Trefferquote halt 1 zu 10 ist von dem Zug vielleicht, auch wenn ich fit bin. Und man kann sich das dann ausrechnen von unten, obwohl der Einstieg vielleicht nur 7a oder 7b ist, ist das was anderes. Also dann, das kannst du vergessen. Und das habe ich mich eigentlich auch dann letzte Woche umentschieden und habe jetzt eine komplett neue Sequenz ausgebouldert. Und das war aber auch der Schlüssel zum Erfolg jetzt. Oder was heißt der Schlüssel zum Erfolg jetzt? Zu dem, dass ich sage, ich sehe jetzt ein Land für den Durchstieg. Das war halt so ein Glücksspiel. Das machst du halt schon, wo der Bukassas gestartet hat, dass du sagst, du machst jetzt einen Zug an den hin, dann hast du deine zwei schweren Züge, dann hast du einen guten Tag und bringst sie hin und dann prügelst du es halt raus, weil von dort mit dem alten Ausstieg waren es ja nur noch 6 Züge. Aber nicht von unten. Also es geht dann eigentlich mehr darum, Lösungen zu finden, die jetzt vielleicht den Zug gar nicht an und für sich leichter machen, sondern wo du sagst, die kann ich halt auch noch in einem Plattenzustand machen. Also ich schätze, dass die Woche noch so sein wird, dass ich so bis in die Mitte komme. Gut, ich meine, von der Mitte rausklettern wäre natürlich jetzt ein psychologisches Ziel, dass ich irgendwie sagen kann, einmal hängen. Im Prinzip ist es entscheidend, im Durchstieg bis auf die Höhe zu kommen. Wenn ich auf die Höhe komme, dann kann ich eigentlich sagen, wenn ich einen guten Tag habe, dann bringe ich die zwei Züge noch hin und der Rest ist einfach so. Das ist halt, entweder bricht dann die Körperspannung zusammen oder sie hält. Also ich weiß nicht, ob es gesehen hast, die zwei Versuche, wo ich von unten gestartet bin, da war ich immer ein Stück zu tief und bin dann so drüber geschlickt. Und jetzt bin ich einfach durch den Tritt, bin ich so, dass ich genau reinlangen kann. Geil! Am Donnerstag, glaube ich, komme ich bis dahin von unten. Wir sehen. So und dann noch an denen auflösen und vielleicht sogar noch den Sprung, das wäre gut. Den hatte ich nur so gerade. Okay. Oder hatte ich ihn zu hoch? Ne, ich hatte nur so, genau. Okay, gut. Dann hast du den, wie geht es dann weiter? Dann eben mit rechts an den Höhe, den hier. Das ist ein ganz seltsamer, wenn du anschaust. Den nehme ich dann so. Also da hinten ist halt eine Mulde, man kann auch flach mit 3 nehmen, aber ich komme jetzt drauf, wenn ich den dagegen presse, kriege ich einen kleinen noch dazu und habe so richtig Druck drauf, bis ich den linken habe. An den? So. Okay. Und dann nachher, um Füße umzustellen, bringe ich ihn quasi nach außen hinzu. Okay. Dann der hier, der ist ein bisschen fies, wenn man mal hinschaut,
Ja, der hier schon so einen kleinen Rand. 43 ist der hier ziemlich glatt. Das war schon so eine kleine Sensation, dass man da drauf kommt, irgendwie hinzuschnappen, dass da noch irgendwie was ist. Beim Snowcrash damals halt, wenn du so richtig so BACK das abfängst. Und dann danach ist eigentlich das Dreckige ist der hier. Also früher habe ich es nämlich so gemacht, dass ich direkt ins Loch gegangen bin. Und das Loch ist aber total schwierig zu treffen. Und das wollte ich vermeiden, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich gehe nicht direkt ins Loch, sondern ich überlege mal was anderes. Und zwar ist hier eine Mulde. Die trifft man zwar nicht immer, aber wenn man sie trifft, dann kann man sie so ein bisschen, hinten hat sie so einen kleinen Rand, so leicht aufstellen. Und das reicht mir, um den Fuß quasi hochzubringen, den linken. Auf den. Genau. Auf den hier. Ja. Und im Prinzip ist das halt eine Sache, die ich halt weiters dynamischer machen kann. Ja. Also wenn ich jetzt versuche, einfach da noch rein zu blockieren von dem Griff hier unten. Das Loch. Das heißt, ich gehe dynamisch eben dann an den, wie ich es vorhin erklärt habe, und dann lasse ich mich nachfallen ins Loch. Und dann kommt eigentlich ein offener Zugang, dann muss ich mich so hinstellen und schnapp hier in den hier rein. In deinen Griff, ne? Ja, und zwar wenn du dir den mal anschaust, kleine Fickerleiste noch vorher, dann hole ich mir den und wenn ich dann aus der Position bin, schnappe ich quasi offen in den. Das ist auch der einzigste Zug, wo ich sagen muss, da ist dann die Gefahr, dass ich da runterschießen würde. Das ist das Schwierige eigentlich dran, dass man sagt, man kriegt ihn hier unten, einfach offen rein, dann hole ich mir aber das noch mit dem Daumen dazu. Leg dann eben den Hook und dann gehe ich eben... Ja gut, was heißt Hook, da lege ich ihn einfach irgendwo dahin immer. Ich glaube hier, da sieht man es eh, genau wo schwarz ist, so. Und mach so in das Loch. Mir ist jetzt gerade wieder voll eingeschossen da oben. Und zwar kriege ich hier im Wadl immer, wenn ich da hook und an die Leiste gehe, kriege ich immer voll den Krampf. Im Wadl, weißt du warum? Das gefällt mir immer das, so das Wechseln, wenn du dann so hinleinst, so, ja. Und dann wieder rauslangst. Ja, ja, das ist geil, gell. Also der untere ist ja flach, kann ich aber nach unten ziehen, weil ich hier einen Daumen habe. Und dann nehme ich ihn da, wie so eine kleine Birne, und die prügele ich dann voll zu. Die stelle ich quasi nach außen, damit ich einen Druck in die Richtung kriege, also hierher. Komm. Gut, und dann kommt eigentlich schon das Ding hier. Ah. Okay. Kleines Kännchen. Oh! Oh! Fuck! So ist weggebrochen. Das war nicht, oder? War aber gut, dass das jetzt war, nicht im Durchstieg. Siehst du, das ist so ein Viereck. So ein kleines Eck für den Zeigefinger war es. Ja, man kann schon trotzdem halten. Was meint ihr, wie schnell geht es mit einmal hängen? Das frage ich dich. Ich glaube schon ziemlich bald. Warum nicht bald? Weil ich meine, den Ausstieg zum Beispiel, den könnte ich jetzt auch klettern, sondern mal mit dem anhupfen. Natürlich, weißt du was? Du versuchst rauszukommen, ne? Ja. Ja, okay. Gut, komm. Komm, 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 komm. Komm. Komm jetzt. Komm. Komm. Komm jetzt. Bei dem Zug in dieser Seite. Das
Sag mich gerade die letzten Jahre. Früher ist der Thomas so, oh, und als Vorsicht. Ah, das ist schon reingelangt. Ich hab mir zugehalten gerade. Das war jetzt eigentlich mehr, also ich wollte noch.